So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zooey vs. Oh yeah. Heute geht die letzte Kategorie an den Start. Splatoon macht den Auftakt zum Schluss, aber ich freue mich sehr darauf. Ja, wir spielen heute Herrschaft. Die anderen Regeln sind ja bekannt. Best of 3, wer von erst 2 von 3 gewinnt, hat alles gewonnen. In meinem Team sind Umbro und Sairu als Dudes von mir, die ich gefragt habe. Und Karuyaka ist der Bruder von Sairu. Und ja, wir spielen gegen Matze, Nils 2.0, Ben und Mr. Keks. Die Teams werden natürlich die ganze Zeit über so bleiben. Wir sind Team Bravo gegen Team Alpha. Und ohne große Umschweife beginnen wir das mit... Ach genau, warte, Moment, eine Sache muss ich doch noch kurz sagen. Es wurde gefragt, ob, wenn... Ich habe ja gesagt, es kann sein, dass ich eventuell von mir nicht genug Leute finde. Wie heute zum Beispiel, da habe ich ja nur Umbro und Sairu finden können. Und, ob Leute, die in mein Team gewählt werden, es ein andermal nochmal als Gegner versuchen können, das ist selbstverständlich möglich, denn ihr könnt ja hier in meinem Team nichts gewinnen. Das ist deswegen interessant, weil zum Beispiel der Karuyaka würde mich gerne auch so herausfordern. Und das ist möglich. Wenn ihr in mein Team gewählt werdet, dann könnt ihr es natürlich später nochmal probieren. Das gilt nicht als reguläre Teilnahme, weil ihr hier sowieso nichts gewinnen könnt und auch keinen Eintrag bekommt. So, jetzt aber legen wir los. Teams bereit. Herrschaft, alles klar. Heute ist ja auch eine neue Map rausgekommen. Passenderweise. Und schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal, ob ich noch was tauge. Ich sage, ich bin besser als in Mario Kart. Also ich bin in Splatoon besser als in Mario Kart. Ich bin vielleicht ein bisschen eingerostet, aber schauen wir mal. Das legt sich ja normalerweise relativ schnell. Die Dekabahnstation. Schon mal sehr gut, dass direkt eine Map kommt, die ich auch noch gut kenne. Wobei die ja tatsächlich auch ein bisschen geändert wurde. Aber gucken wir mal. Heute kommentiere ich wieder alleine. Auch natürlich wird es hier wieder dazu kommen, dass Mitspieler mal mitkommentieren. So, jetzt mal wieder hier mein Lieblingsfahrzeug. Ich scheine der Einzige zu sein, der hier diese... Na, doch nicht, okay. Der diesen Weg geht, wollte ich gerade sagen. Okay, und da treffen wir schon aufeinander. Wir haben die Herrschaft. Sehr, sehr gut. Oh, wow, da kommt einer. Ah, ich erwisch dich. Ah, sehr gut. Ben erledigt. Da ging meine Waffe gerade so noch daneben. Okay, ich sollte... Ich glaube, ich bleib mal hier. Oh Gott, das sieht nicht gut aus gerade für unsere Gegner, aber so gar nicht gut. Oh, da kommt einer. Hab ich ihn erwischt? Ja, ich habe ihn erwischt. Sehr gut. Ah, das läuft doch, Leute. Und wie das läuft. Ja, meine Spezialwaffe, das ist... Oh. Da habe ich gerade nicht aufgepasst. Ich dachte, ich wäre außer Reichweite. Okay, aber es ging drei meiner Mitspieler ebenfalls so. Oh Gott, einer ist alleine. Wir müssen schnell wieder zu ihm. Okay, er geht da oben lang. Dann bleibe ich hier auf der Route. Oh. Oh Gott. Ah, Ben wieder erledigt. Sehr gut. Ah, und Mr. Keks auch noch getroffen. Gut reingesprungen. Oh Gott, muss ich hier... Oh, unsere Gegner... nehmen gleich die Führung an sich. Die haben jetzt die Führung an und sich genommen. Oh oh. Es sah am Anfang noch so gut aus für uns, Leute. Ich hatte auch gerade wieder meine Tinsuka voll. So, ich... warte hier mal ein bisschen... Upsala. Weiter auf. Das ist wahrscheinlich nicht mal die ideale Route, die ich hier lang gehe. Oh. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Oh Gott, Leute. Tut was. Tut was. 4, 3, 2, 1 und down. Verloren. Das war eine schnelle Runde. Eine sehr schnelle Runde. Na gut. Na gut, na gut. Egal. Probieren wir das noch ein weiteres Mal. Es ist ja, wer 2 von 3 gewinnt, nicht wahr? Ah, Mist. So habe ich insgesamt geschrieben. Hey, aber ich habe am besten abgeschnitten aus meinem Team. Immerhin. Immerhin. Na gut. Das lief nicht ganz so wie geplant. Teams einteilen. Achso, das muss ich jetzt jedes Mal neu... Ah, nee, es bleibt eingeteilt. Ach, Gott sei Dank. Sehr schön. Ist alles noch richtig? Ja. Alles noch richtig. Okay. Wie ich da gerade... Sajiro möchte auch nochmal wechseln. Aber... scheinbar möchte er doch bei seiner Waffe bleiben. Okay. Machen wir es, wie es eben anfing und ziehen es dann einfach bis zum Ende durch. Da haben wir uns dann echt überrannt. Als das Tinferno getroffen hat, war alles vorbei. Das hat man richtig gemerkt. So. Wow. Gehen wir mal hier lang. Scheint doch der richtige Weg zu sein, beziehungsweise der schnellste. So, ich bleib mal hier oben und hoffe, dass es... Wobei, ich sollte nicht hier oben bleiben, glaube ich. Nein, wer ist da? Von da oben kam einer.
anstatt... Ah ja, Mr. Keks kam von oben. Ah, die Gegner schon wieder. Drei von uns sind down. Schlechter Start, Leute. Okay, dann komme ich von hier. Oh, da war direkt wieder ein, hat auf mich gecampt. Der Mr. Keks. Da müssen wir, okay, der Zähler ist angehalten. Das ist gut. Das ist sehr gut. Immer noch mein Lieblingslied tatsächlich. So, ich komme mal von hier. Da war bisher noch niemand. Okay, das Problem ist, hier oben kann ich meine Tinte nicht aufladen. Na gut, ich muss jetzt runter. Stell mich mal hier oben in die Mitte. Oh, da kann ich gar nichts einfärben. Ah, Mann, ich habe ihn doch gesehen. Ich habe ihn doch gesehen. Ah, die Runde läuft nicht so gut für mich jetzt persönlich, aber wir sind wieder in Führung, das ist gut. Ganz schön. Ich will dieses Game 3, Leute. Auf jeden Fall. So, wieder von hier oben. Ich sehe, dass da einer ist. Ha, Matze, habe ich dich. Ja, okay, er läuft von mir weg. Ah, ich kann mich doch aufladen hier oben. Das ist gut. So. Ha, sehr schön. Ah, nein. Ah, ich dachte... Oh, ups. Ich dachte aus irgendwelchen Gründen, ich hätte gerade meine Tezuka voll aufgeladen. Und habe das selbstsicher mich dahingestellt. Aber okay, Leute, das ist gut. Das ist eine gute Position da oben. Vielleicht sollte ich da bleiben. Ah, Zähler wieder angehalten. Das ist jetzt nicht so gut. So. Da unten einer. Okay, ja. So. Oh, oh. Kommt nicht ran, oder? Sie kommt nicht ran? Nee, kommt nicht ran. Okay, alles klar. Sehr gut. Ja, unsere Leute sind alle hier oben gerade. Das scheint wirklich eine beliebte Position zu sein oder auch eine gute Position. Ah, Double KO. Mr. Kate, ich hab dich trotzdem noch erledigt. Oh, unser ganzes Team ist down, Leute. Was ist jetzt passiert? Oh, Jemine, nicht gut. Schnell wieder hin. Campt doch bestimmt wieder hier und wartet auf mich, oder? Ja, wenn ich davon bloß nicht... Ah, das haben sie sich gemerkt, natürlich, dass ich jetzt immer von da kam. Oh mein Gott. Da hat er da einfach hingeballert, der Nils schon wieder. Ich werde trotzdem weiter von da kommen, weil meine anderen Leute, glaube ich, gerade alle von der anderen Seite kommen. Okay, zwei von denen sind down. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, wir haben es wieder. So, stelle ich mich wieder hier oben. Habe ich ihn erwischt? Ja, ich habe Nils auch noch erwischt. Immer diese verdammten Doppel-KOs, nicht wahr? Okay. Aber es sind nur zwei der Gegner da. Ich gehe weiter in diesen Gang hier ab. Das ist einfach irgendwie am sichersten für mich. So, ich guck mal, ob vielleicht meine... Ich hoffe, meine Leute können das ganz kurz hier aufhalten, alles. Damit ich meine Tezuka aufladen kann. Nein, der Zähler wurde angehalten. Nicht gut, ich komme. Okay, jetzt habe ich's. Das war... Doch, okay. So, jetzt konnte ich ein bisschen... Ah, schon wieder ein Doppel-KO. Na, also solange es Doppel-KOs sind, ist es noch in Ordnung. Und ich komme wieder von der Seite aus. Okay, das mir jetzt den Zug hat aber was gebracht. Ich habe meinen Leuten nämlich ein bisschen Freiraum gegeben, besser wieder in das Gebiet eindringen zu können. So, da ist wieder einer. Zack, tschüss, Matze. Gehört das Gebiet uns? Ne, derzeit gehört es niemandem. Doch, jetzt gehört es wieder uns. So, ich will da hoch. Okay. So, kommt wieder. Muss aufpassen, dass von hinten keiner kommt. Oh, wow, 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 wow. Oh, dang, unser ganzes Team ist wieder down. Ich bin alleine. Oh nein. Ah, weg hier. Oh, da musste ich jetzt runter. Keine Chance. Oh Gott, ich hab Angst. Ich hab Angst. Leute, kommt schnell. Hilfe. Oh mein Gott. Oh nein, er hat den Ultra-Tintenfisch erwischt. Okay, es ist aber nicht mehr lange, Leute. Oh Gott, aber wenn jetzt der Timer abläuft, dann kriegen sie noch ihr Extra zugeschrieben, ihre Extra-Zeit, das wollte ich sagen. Aber kam schon wieder einer von hinten. Haben wir gewonnen? Reicht das oder wird noch wieder irgendwas verlängert? Ah, die verdammte Verlängerung immer. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Ha! Was eine actiongeladene Runde, schön. Okay, ich bin oft gestorben. Ich habe aber auch viele mitgerissen, muss man sagen.
Also, ich habe viele mit mir genommen ins Verderben. 8 Leute habe ich mit mir gerissen. Okay, guck mal, oh, das ist halt Jury, ja, richtig abgeräumt. 18 Leute gesplattert. Krass, okay, Leute. Nächste Runde. Guck mal, welche Map jetzt kommt. Es steht 1:1. Das Kofferfischlager ist nicht so meins. Aber wie gesagt, bei Herrschaft ist es noch in Ordnung. Und gut, dass wir gerade Herrschaft spielen, nicht wahr? Okay, 8 Leute und 10-mal selbst zerstört worden. So, aber hier, aber das Gute bei der Map ist, hier kann ich meine Sekundärwaffe perfekt nutzen, um am Anfang schnell zum Zielort zu kommen. Das mache ich auch direkt. Wenn ich vorne starte, so. Und let's go! So. Und schon sind wir da. Mache ich immer wieder gerne. Oh, wir haben ja einen Track, den ich noch nicht kenne. So, den schnapp ich mir. Den schnapp ich mir. Oh, der hat seinen super voll. Ah, verdammt. Ich dachte, ich kann ihm entkommen. Ah, gut, ich habe Matze abgelenkt, sodass mein Team jetzt hier schön alles einräumen konnte. Einfärben konnte. So, es fing eben ähnlich an im ersten Match. Hoffen wir mal, dass es jetzt so bleibt. So, ja, das sieht super aus gerade. Oh. Mist. Ich bin wieder ich gehe zu unvorsichtig hier rein. So, dann haben die Gegner wieder die Herrschaft. Wir wurden ein bisschen zurückgedrängt. Ich glaube, ich komme lieber mal von oben. Ah, okay. Einer von uns ist gerade schon auf dem Weg. Ich habe ihn ein bisschen schwächen können, aber leider nicht den Finisher setzen. Aber das hat zum Glück einer von uns dann für mich erledigt. Sehr gut. So, ich brauche mal meine Tinsuka wieder hier. Das war irgendwie nicht schlecht. So, das hält nicht ewig. Ah, okay, da ist er gerade noch entkommen. Ah, jetzt habe ich meine Tinsuka wieder. Wo sind die denn alle da? Bam! Bam! Hinter mir! Oh Gott! Okay, ich habe... Ah, von dieser Feuerwerkskanone erwischt. Ah, den Timer gerade noch gestoppt, sodass wir noch leicht in Führung sind. Okay, jetzt haben wir es wieder. Wir haben es wieder, Leute. Okay. Ich finde, meine Ausrüstung ist tatsächlich ziemlich gut für das Kofferfischlager. Wieder einer hinter mir. Habe ich es richtig gesehen? Nee, doch. So, Flatsch, Mr. Keks. Ah, schon wieder der Typ. Mann, immer dieser verdammte Riesen-Tinten-Titan. So heißt er, genau, der Tint-Titan. Okay, gegnerische Herrschaft. Das ist nicht so gut. Ah, okay, gegnerische Herrschaft nach wie vor nicht gut. So, Flatsch. Och Mann, das war nicht meiner. Ich habe ihn doch so gut geschwächt. Tinsuka wird voll, bitte. Und mal ganz kurz hier außen noch hin. Sehr gut, da ist noch einer. So, der kommt jetzt hier, oder? Ach komm, egal. Einfach ballern, bam. So. Sehr schön. Scheißegal, hätte man sinnvoller nutzen können, aber... So habe ich noch ein bisschen abgeräumt und das Team des Gegners dezimieren können. Also will ich mich nicht beklagen. So, ich gehe wieder oben lang. Oh, da sind sie schon wieder alle. Ah, sehr gut. Dachte, er kann campen. Okay, er hat mal abschießen können. Verdammt. Uiuiui, wo kommt der denn her? Ah, Mist. Okay, aber er wurde noch von Sejuri erledigt. Ich bin schon wieder ganz schön oft tot hier. Die meiste Zeit, möchte ich schon eher sagen. Aber wir liegen noch gut vorne. Upsala. Ja, wobei so gut vorne liegen wir gar nicht. Aber ein bisschen. Kurz hier außen rumgehen. Alles safe. Ein bisschen anschleichen. Okay. Wir sind hier definitiv in der besseren Position gerade. Ich gehe mal ein bisschen nach vorne. Oh, der kommt jetzt hier, oder? Oi, ah, verdammt, der ist ja auf mich draufgesprungen. Aber egal, das... Ah, ich wollte gerade sagen, das sollten wir eigentlich haben.
Aber nichts überstürzen jetzt, nichts überstürzen. Bei uns fehlen gerade zwei vom Team und die Gegner haben die Herrschaft. Ich überrasche ihn von da. Ah, Mann, ich sterbe so oft in dieser Runde. Ich bin bestimmt schon 10-mal draufgegangen. Das ist nicht meine Runde, Leute. So, hier, Flatsch. Von hinten jetzt. Nee, nicht erwischt. Ah, er hat sich, glaube ich, vorher geschützt. Aber das sollten wir eigentlich... Gibt es eine Verlängerung? Nee, oder? Ah, jetzt gibt es eine Verlängerung wahrscheinlich. Weil der Zähler angehalten wurde. Aber ich brauche die Tezuka, Leute. Ich brauche ganz dringend die Tezuka jetzt. Bam! So, Flatsch. Nimm das. Bam. Weiter. Okay, jetzt haben wir es aber. Gut. Mann, oh Mann, oh Mann. Blum, 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 blum. Hervorragend. Mein Team gewinnt. Good job, Team. Ah, 2-1 haben wir es für uns entschieden. Schön. Auch so schlecht war es. 25-7 ist klar. Ich glaube auch. Ja, guck mal, mein Zweiter. So schlecht, wie ich dachte, habe ich mich jetzt gar nicht angestellt. Okay, schön. Ja, Leute, das war der Auftakt Splatoon. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir spielen gleich noch eine Runde. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Und da sind wir wieder. Diesmal Revierkampf, ganz klassisch. Operation Goldfisch und Turmkommando hieß es, glaube ich. Ich glaube, es ist Turmkommando. Spielen wir dann natürlich auch nochmal. Beim nächsten Mal vermutlich. Aber heute schließen wir es mit einem klassischen Revierkampf ab. Unsere neuen Gegner: Tarik, Ebon Clork, Yoshi Gamer und Auruna. Mein Team ist immer noch gleich. Und schauen wir mal. Ich habe die Waffen und Ausrüstung auch jetzt nicht gewechselt. Das waren ja eigentlich, also die Waffen... Oh, Dekabahnstation. Die ich eben da ausgewählt habe, die Waffen, das sind eigentlich so meine Herrschaftsausrüstung, jedenfalls meine Herrschaftswaffe. Aber ich probiere es trotzdem mal mit der, weil ich liebe das Ding einfach. Und ich viele der neuen Waffen noch gar nicht ausprobiert habe, muss ich dazu sagen. Aber kommt alles noch, natürlich. So, färbe möglichst viel ein. Ganz klassisch. Jetzt erstmal wieder umdenken, dass wir nicht sofort in die Mitte stürmen. Das hätte ich nämlich tatsächlich jetzt einfach gemacht. So, wo gehe ich lang, wo gehe ich lang, wo gehe ich lang? Ich gehe da links lang. Blub, blub. Oh, wir haben ein sehr schönes, kräftiges Gelb hier. Okay, Ambro folgt mir, dann gehe ich mal hier oben entlang. So. Schön alles einfärben, schön alles gelb machen. Auch wenn ich da oben natürlich nicht viel gelb machen kann. Das ist ein Gegner. Komm lieber. Okay, scheinen aus dem Weg geräumt zu sein. Sehr gut. Einfach... gesplattert. Wow, wir rücken gerade ganz schön vor, kommen wir so vor, wollte ich gerade sagen, aber ich kann noch nicht auf die Map gucken, weil das Gamepad muss ich unterhalb des Schreibtisches halten, denn sonst hört ihr es ganz laut klackern. So, aber gut. Ich sollte das Gamepad gleich mal über den Schreibtisch halten, weil das ist in dem Modus schon sehr praktisch zu wissen, wo gerade viel Tinte ist, denn es scheint noch sehr even zu sein hier. So, ich stürme einfach mal ein bisschen nach vorne. Oh, da wird noch Bambo geschmissen. Nein, da sind welche, da sind mehrere gleich. Okay, sehr gut. Boom! Da hatte ich auch noch einen. Da auch noch einen. Okay, leider nur einen erwischt jetzt. Ah, verdammt. Da habe ich ihn nicht getroffen, den Tarik schon wieder. Der hat mich eben auch schon genatzt. So. Kämpfen wir uns wieder langsam, aber sicher nach vorne. Alles klar. Gut, die scheinen da gerade alle vorne die Action zu machen. Das heißt, ich werde ja mal hinten die Reste einfärben. Sofern mir das möglich ist. Da oben ist schon wieder einer. Der lauert. Oh, oh, oh. Ah, schnell! Oh, jawohl, Yoshi Gamer erwischt. Puh, ich traue mich jetzt aber nicht hier wirklich rauszugehen. Aus gutem Grund. Habe ich ihn erwischt? Nein, habe ich nicht. Nein, ich habe ihn nicht erwischt. Aber egal, wir führen. Oh, da hat jemand einfach ins Inferno gerade hingeballert. Ich habe bisher gar nicht so viel dazu einzufärben. Beim Läppischen 500 Punkte. Das ist ja weit von meiner Bestleistung entfernt.
So, ich versuche es jetzt mal ein bisschen krasser, indem ich einfach vorpresche. So, aber das sollten wir eigentlich... Eigentlich sollten wir das in der Tasche haben. Seh dich. Ah, oh, da kam noch einer angerast. Okay, ich glaube, so schnell respawne ich nicht. Ich nehme das Gamepad jetzt über den Tisch. Ich hoffe, dass ihr das Klackern meiner Tasten nicht zu sehr hört. Aber ich muss die Map unten beobachten können. Ansonsten hat das wenig Sinn. So, das ging auf jeden Fall schon mal gut für uns aus. Schön. So. Auch wenn die Leistung jetzt von mir, glaube ich, nicht so groß war. Gucken wir mal. Ich glaube, nicht mal über 1000. Das ist ziemlich läppsch eigentlich sogar. Ja, locker. Guckt euch das an. Heieieiei. Ja, wobei, man, das restliche Team war jetzt auch nicht so ultra weit entfernt, ne? Ist okay. Alles klar. Wisst ihr, heute ist eine neue Map rausgekommen. Eigentlich haben wir gesagt Arena Zufall, aber ich habe es mit den Leuten hier in der Konfi abgesprochen und es wurde einheitlich zugestimmt. Es ist ja potenziell jetzt das letzte Match und wir wollen uns die Arena wenigstens mal ansehen. Das heißt, wir spielen jetzt auf jeden Fall die Makrelenbrücke. Die ist heute neu hinzugefügt worden. Das heißt also, gleiche Voraussetzung vor allem, wir kennen die Map alle nicht. Also, let's do this. Ja, Umbro hat die Gatling Gun gewählt. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Gatling Splat. Würde irgendwie passen. Und Yoshi Gamer auch bereit. Hat wahrscheinlich auch noch ein bisschen die Ausrüstung gewechselt. Verliert, dann können wir noch eine dritte Runde spielen, schreibt Tarek gerade. Das hättest du wohl gern, was? So. Dann legen wir mal los. Wo kann man denn hier einfach durch die Mitte? Fragen mich, das ist auch wieder so eine Singleplayer-Sache hier gerade, oder? So. So ein bisschen nach vorne gepresst. Kann ich da hoch? Nein, guck mal, da kann ich schon mal nicht hoch. Da kann ich aber runter, okay. Ich war gerade nicht sicher, ob ich da hin kann. Aber ja, kann ich. Da oben. Ja, gerade so entkommen ist er mir noch. Er ist meinem Zorn entkommen. Nein, du erwischst mich nicht mit deiner Sniper. Oh Gott, da ist einer mit einer Tezuka, glaube ich, gewesen. Bin ich einfach hier lang. Uiuiui. Ah, ich muss hier in Sicherheit! Ah, so viel zum Thema Sicherheit. Das war doch schon wieder, ich wollte gerade sagen, das war doch schon wieder Tarek. Er hat die Waffe nicht gewechselt. Er blieb beim Tentakelkleckser. So. Ich muss aufhören, die Leute zu jagen und einfach anfangen, Sachen einzufärben. Vergesst die ganze Zeit, dass es hier viel mehr ja darum geht. Oh Gott. Ja, mach nur weiter so. Okay, jetzt hat mich erwischt, ey. Wow, du Fiesling. Eine Yoshi-Gamer war der eben, der so lange im Müde war. Also hat er doch die Waffe gewechselt, weil ich glaube, die hatte er eben nicht. So, ich springe einfach mal dahin. Wow. Ja, die Map ist interessant, wegen dem ganzen Gedöns hier. Och, Mann, oh, wieso verliere ich denn jeden Zweikampf? Oh, was ist das denn? Luna Blaster, die kenne ich gar nicht, die Waffe. Siehst du mal. Vielleicht sollte ich mir doch mal mehr andere Waffen angucken, nicht wahr? So. Ich traue mich gar nicht hier weiter vorzudringen. Aus jeder Ecke könnte etwas kommen. Oh, wow, ich habe einen besiegt, aber ich wurde direkt danach nochmal genatzt von ihm. Ach, die Haftbombe war das. Haha. Aha. Das erklärt einiges. Noch eine Minute. Oh, ganz schön knapp aber hier. Wie eine Spur zu knapp, wenn ihr mich fragt. Komm schon. Ha. Das war aber nicht meiner, schade. So, Tarek. Einfach so von unten erschossen. Sehr gut. Jetzt wollen wir gucken, dass wir hier noch ein bisschen was eingefärbt kriegen. Nein! Und durch. Ach so. Hat er schon auf mich gezielt hier. Ich hab's genau gesehen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da oben. Ah ne, ist einer von uns. Ups. Ups. So. Ah, natürlich wurde ich nochmal getroffen am Ende. Schon wieder unter 1000. Naja, aber... Was haben wir überhaupt gewonnen? Oh, das sieht nicht so aus tatsächlich. Das sieht nicht so aus. Nee, das haben wir sogar ziemlich sicher verloren. Ja, ich ging gerade die ganze Zeit davon aus, jo, haben wir, aber... nee, haben wir nicht. Nope. Ich bin wenigstens abgeschnitten. Ah, fünfmal.
Ja, wobei, ich habe mehr Punkte gemacht als die meisten, also ist okay. So, dann letzte Mal Zufall. Gut, haben wir die Arena gespielt. Ist ganz lustig tatsächlich. Halt. So. Denke, ich wollte eigentlich nochmal den klassischen Junior-Kleckser ausprobieren. Weil ich mit dem bisher eigentlich immer ganz gut gefahren bin. Aber egal, ich muss so ein bisschen besser aufpassen. Oder beziehungsweise ich muss mich ein bisschen wieder mehr aufs Einfärben konzentrieren, darauf die Gegner kaputt zu machen. So wie beim Herrschaftsmodus. So. Gehe ich mal hier lang. Gehe ich eigentlich nie entlang am Anfang. Ah, ich hab's. Ich hab gerade noch gewusst, der kommt bestimmt von hinten. Und ich drehe mich noch um, aber zu spät. Zu spät. So, da lauert doch schon wieder jemand. So. Ja, da will ich lieber nicht hingehen. Lass mal. Geh ich lieber hier lang. Oh, wow. Traue ich mich hier durchzugehen? Ja, traue ich mich. Da kommt nämlich nur so einer mit einem Roller unterwegs. Oh, und einer mit einer Tezuka. Wow, Hilfe. Ich werde den ganzen Stück unter Beschuss genommen gerade. Ah, sehr gut, Umbro. Sehr gut, Umbro hat ihn erledigt. Was war das denn jetzt schon wieder? Ich habe nicht mal gesehen, dass da was lag. Und ich konzentriere mich schon wieder zu sehr darauf, die Gegner kaputt zu splattern. Deswegen springen wir da oben hin. Gut, da wird einer gerade von den Gegnern ausgeschaltet. Also kann ich dann alle sehen, wohin. So, ich kehre gleich um. Oh, da kommt jetzt einer. Sehr gut. Tschüss. Wenn man schon so die Chance wahrnehmen kann, jemanden einfach so zu splattern. Wow, wir sind beide genutzt worden. Mann, der Tentakelkleckser haut ganz schön rein. Mehr als ich dachte. So, dann springe ich mal nach unten hin. Wow, holy moly, was war das denn gerade? Genau in dem Moment ist da einer geplatzt. Oh Gott. Oh. Boah, entkommen. Oh, Hilfe. Tezuka und Haftbomben, alles mögliche, werde gerade auf mich gefetzt. Schon wieder nicht. Ist der Tentakelkleckser echt so mächtig? Oder ziele ich einfach zu schlecht? Vielleicht zielt er konzentrierter, dass es ähnlich wie bei dem Feindesperser ist. Dass er quasi einfach nicht so gestreut trifft. Das kann sein. So, oje, oje. Das sieht sehr eng aus auf der Karte. Oh ja, jetzt haben wir aber wieder die Führung. Hoffen wir, dass wir das halten können. So, und ich habe meine Tezuka voll. Können wir mal versuchen, da oben ein bisschen zu schießen. Und da ein bisschen was zu erwischen. Ja, gut, da kann ich nicht so viel einfärben. Ja, komm auf, Tezuka. Ich muss einfärben. Oh Gott, wir hatten gerade noch die Führung. Wo ist sie hin? Okay, wir haben es. Gut. Okay, das müsste ein Sieg für uns sein. Holy shit. Das war viel zu eng. Gut, wunderbar. Schön, Team, good job. 2-1 gewonnen, beide Runden. So mag ich das. Und ich bin wieder nicht Letzter. Das ist okay. Gut, hervorragend. Ich denke mal, ich falle total ab von den anderen, aber so weit ist der Abstand dann im Endeffekt gar nicht. Ja, schön, Leute, das war der Auftakt mit Splatoon und das war die erste Woche Zooey Versus. Nicht vergessen, Samstag und Sonntag gibt es keine Videos, denn ich brauche ja auch irgendwie noch Zeitpunkt, das aufzunehmen. Es kommt morgen nochmal ein kleines Video bezüglich Zooey Versus allgemein. Wegen Feedback der ersten Woche und so weiter, eine kleine Umfrage wegen etwas. Also um die gleiche Uhrzeit, um 16.30 Uhr wird das Ganze online sein. Würde mich freuen, wenn ihr da auch nochmal einschalten würdet. Denn da gibt es auch ein paar Sachen, die ich gerne klären würde. Das ist aber jetzt erstmal für heute. Wir sehen uns dann nächsten Montag regulär zur Folge oder generell halt, wie gesagt, schon morgen zu dem kleinen Feedback-Video. Bis dann, Leute. Ciao.